Gespräche im Poetry. Dankeschön. Ja, und Sie merken, die Frau, die uns da so viel zu erzählen hat, das ist die Monika Geiswinkler. Monika, du bist Expertin für Heimatkunde, für Trachtenkultur, für so vieles. Nur am Rande, aber du warst extrem viel. Danke, dass du uns an deinem Wissen daran teilhaben lässt. Ja, und ich möchte es natürlich schon noch mal nutzen, also wenn Sie noch aus See kann man noch was, das Kammerhofmuseum, also wenn die Wende nicht zu Hause bei den Familien ist, im Großteil gibt es im Kammerhofmuseum zu bewundern, da kann man das wunderbar geschichtlich nachvollziehen, da gibt es so viele schöne Stände und das erklärt dann, was das dann damals war. Jetzt gehen wir aber zu der Musik, da gehört auch zu den schönen Trachten, ganz, ganz logischerweise immer Musik dazu bei uns im Ausseher. Der wird es auch mal vorstellen, das ist der Herbert. Viele, viele Jahrzehnte warst du immer im Organisationskomitee mit dabei. Auch, ja. Kassier war ja super. Ich habe immer kassiert, die Stunden so. Ja, da gehört es dazu, weil Geld braucht man einfach, dass das fest stattfinden kann. Du bist jetzt auch in einer anderen Funktion oder viele Jahrzehnte mit der Geigenmusik. Du hast mir eine Bitte aufgeschrieben vor meiner Moderation, dass wenn dann der Chor so stattfindet, dass ich nicht so viel reden soll, sondern dass man die Musik hört. Und das wollen wir jetzt nachkommen. Wo spielt es denn? Schottisch und dann wärst du ganz klar. Und Schottisch am Bosch, glaube ich, der Andi ist der ansingt, oder? Steigert noch. Entschuldige, jetzt haben wir mal einen. Zuerst den Schottischen, dann ans Tanzen. Bitte sehr. Ja.